einmal, wir haben 1, 1 gesetzt, dann steht da 1, hier steht 1 plus 1, ist ja 1, Cosinus von Pi y ist Cosinus von Pi, der Cosinus ist bei 2 Pi 1, das heißt, bis jetzt ist ein ja, ich werf's, ja, bei Pi ist 1 plus 1, meines Erachtens 0. Maximilian Janisch ist 11 Jahre alt im Ruhestand und löst seinem Vater auf. So, das ist kein Problem für dich. Speziell jetzt gerade nicht. Maximilians Intelligenzquotient liegt bei 9+. Das heißt, er reizt die gängige Skala aus. Fürs gemeinsame Mittagessen unterbricht sie jeden Tag ihre Arbeit. Nüni. Das hätte man aber wirklich nicht zugesagt. Hat Heimweh gehabt und darum pflegen wir das weiter. So. Du willst vor allem Gemüse, stimmt's? Genau. Ja. Eklig. Und weißt du, was optional zu den Klassenarbeiten gibt? Ja, nächste Woche? Morgen Geschichte, übermorgen Geschichte und übermorgen Geschichte. Mhm. Gar nicht viel zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Mathematik, da bin ich am schnellsten und begreife vielleicht auch manchmal Dinge nicht, die andere begreifen werden. Für Sie war klar, dass er sich langweilt in der Schule. Ja, kein Ausdruck. Kein Ausdruck. Ja. Wir hatten ja auch sogenannte Hausaufgaben, dass er jeden Tag bis zu Billionen zählen musste. Dabei wusste er, was eine 20 ist. Das machte keinen Sinn. Jetzt hier rechts und danach und dann? Nochmal links. Jetzt hier rechts. Jetzt noch mal links. Jetzt ist unglaublich, hier fahren muss. Jetzt hier rechts. Jetzt noch mal links. Was machst du in Frankreich? Ein Kaschkasch, Trapp, Trapp und Trampolin. Was findest du so toll an Asterix? Das weiß ich nicht. Ich finde das Glück am meisten, wenn man mit aller Kraft fliegt, die man zur Verfügung hat, der Augenblick der völligen Erschöpfung. Maximilian als Ihr zu bezeichnen, würden Sie wahrscheinlich als unverschämt bezeichnen, oder? Man fliegt ausschließlich das eigene Kind.